Es ist ein absolut herrlicher Fußballabend. Es sind beste Voraussetzungen für einen richtig guten Kick. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und das Kommentatorenteam am Mikrofon, wie immer, Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte. Ich glaube, das könnte spannend werden. Wir sind heute bei einem Rivals-Spiel. Es ist hier schon eine unglaubliche Stimmung. Also Jan, das riecht nach einem Fußballfest. Also, das wird mit Sicherheit eine interessante Partie. Das ist ein Duell, das wir immer gerne erleben. Das ist eine gute Chance. Ah, da ist er gut dazwischen gegangen. Da haben sie die Chance zu flanken. Ja, guter Pass weggestanden. Julian Alvarez. Robert Lewandowski. Ah, das ist abseits. Bewegung eigentlich ganz gut. Ja, die Idee, rauszukommen und dann wieder in die Tiefe gehen zu können, war wirklich nicht schlecht. Aber Pass-Timing auch nicht optimal. Correa. Correa, das muss das Tor sein. Ja, sah erst nicht schlecht aus. Große Gefahr ist es nicht. Swanson. So, der Ball ist weg. Die Baller mit dem Zug nach innen. Ah, da hätte was gehen können, aber so nicht. Bisschen Platz, kommt die Flanke. Suchen Correa. Und jetzt klingelt es auf der anderen Seite, der Ausgleich. Was für eine Anfangsphase hier. Das ist ein gefährlicher Ball. Weiß. Hinter die Kette. Gutes Auge hier. Ah, macht er super. Idealer Zweikampf. Declan Rice. Jetzt Saka. Es geht weiter nach der Parade. So, und dass es hier nicht geklingelt hat, Jan. Das haben sie einem einzigen Mann zu verdanken. Genauso ist es, Schmizo. Und das ist vor allen Dingen die erste Situation. Wie gut macht er das? Diese erste Parade ist herausragend. Großartige Szene. Weiß. Fiorente. Keine Probleme, den Pass abzufangen. Haut sich da rein, stark gemacht. Das ist ein gefährlicher Ball. Und das ist einer für Julian Alvarez. Balla. Der hat doch immer eine Idee. Im letzten Drittel. Paulo Dybala. Ja, das sah gar nicht schlecht aus, aber dann lassen sie den Ball liegen. Das ist ein guter Ball, da könnte was gehen. Und weg ist der Ball. Und dann allen vorbei, das sieht nach einer Gelegenheit aus. Ja, der ist drin, sie holen sich die Führung wieder zurück.
klasse Auge hier bewiesen. Declan Rice. Stark reingehauen in den Zweikampf. Tonali sucht hier die Tiefe. Das war die XXL-Chance, aber der Keeper entscheidet dieses Privatduell für sich. Oh, da war die Latte im Weg. Boah, was eine Sequenz. Also Jan, diese Doppelchance, vor allem der erste Teil. Ja, der Alu-Treffer, richtig guter Abschluss, aber den zweiten Ball, den hält zum Keeper dann ohne Probleme. Gut gemacht, lässt hier weiterlaufen, den Vorteil. Und der Abschluss. Ja, Ball raus aus der Gefahrenzone. Jan Oblak mal wieder mit einer super starken Aktion dazwischen den Stangen. Sie können sich bei ihm bedanken, dass sie weiter nur mit einem hinten liegen. Kann sie den jetzt machen? Boah, ist das ein Reflex. Was eine Rettungstat. Schmizo, ich mag deine Begeisterung für genau diese Weltklasse-Parade. Und das war's. Wir gehen in die Pause. Und mit dieser knappen Führung für die Football Pies geht's also rein in die zweite Hälfte. Ja, spielen noch mal nach vorne. Was geht jetzt? Spielen Sie sich noch mal eine Chance aus. Starker Block, gut verteidigt. Eckball könnte jetzt hier der Ausgleich fallen. Kurz ausgeführt. Lange mussten die Fans warten, aber jetzt bekommt ihr Team die Ecke. Vielleicht geht ja noch was in Sachen Ausgleich. Nee, wird nichts draus. Ball ist weg. Ball im Aus. Keine gute Aktion. Und dann verlieren sie den Ball. Ah, der Angriff ist erstmal oben gut gelöst. Lewandowski. Ah, sehr gutes Stellungsspiel. Ballgewinn. Oh, ja. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Substitution for the visitors. Coming off the pitch. Number 11, Bukayo Saka. Coming onto the pitch. Jota. Oh, das ist ein gefährlicher Ball. Und der Pass ist abgefangen. Vielleicht jetzt die Chance zu kontern, wenn sie schnell spielen. So musst du da reingehen, schön körperlich robust. Sehr guter Ball in die Tiefe, kriegt sie den. Und die Football Pies mit der Ecke. Und jetzt kommt der Eckball. Oh, kriegt gerade noch so die Finger an den Ball. Stark. Und der kommt ihm so ein bisschen aus. Alles reingelegt. Gefährlich wird es dadurch nicht. Nee. Grundsätzlich, Schmizo, finde ich sehr gut. Die Entschlossenheit im Abschluss. Weiß genau, was er will, aber gefährlich wird es nicht. So, haut mal drauf. Das war eine gute Parade. So, und jetzt bringen sie noch mal ein bisschen Frische rein. So, und jetzt kommt die Ecke. Hält diesen Ball, aber noch nicht zu Ende, die Situation. Thiago Jota könnte gefährlich werden. Nicht gut geklärt, bleibt gefährlich. Ja,
hier rausgefaustet. Ja, sie haben ein bisschen Platz, sie haben ein bisschen Zeit zum Kontern. Aber dann doch der Ballverlust, obwohl der Konter erst ganz ordentlich aussah. Ja, vielleicht hat sie die Chance. Boah, wie kriegt er den? Wie hechtet der da hinterher? Jan Oblak, super. So, und jetzt die Ecke. Ja, das war echt ein guter Kopfball. Paulo Dybala. Ah, macht das super. Idealer Zweikampf. Chance auf eine Flanke. Sehr gut gemacht. So, also die schenken sich die Pässe aber auch gegenseitig her. Balla. Robert Lewandowski. Gute Position und alle Fans wollen jetzt den Abschluss. Aurélien, Tchouaméni, nee, Ballverlust. So, und jetzt treiben sie noch mal an und man merkt, die wollen unbedingt. Das könnte jetzt der Ausgleich werden. Und das ist er fast. Das ist er fast. Doch noch der Treffer zum Remieren. Und die alte Fußballweisheit besagt, wenn du solche Dinger nicht machst, darfst du dich über eine Niederlage am Ende nicht beschweren. Und der sieht richtig gefährlich aus. Ja, und der Torwart ist da und fängt diesen Steilpass ab. Nee, Torwart verliert hier den Ball. Suchen Diogo Jota. Und da versuchen sie es einfach. Ja, der Ball ganz sicher raus aus der Gefahrenzone. Leicht da durchzuspielen. Räume sind eng. Und wenn es jetzt schnell geht, dann wird es hier gefährlich. Das kann jetzt eine Riesenchance werden. Na, den holt er sich gut, diesen Ball. Super gespielt hinter die Kette. Smith. Sehr gut gehalten. Gibt es hier die Niederlage? Tja, die Heimfans, die glauben noch dran, dass ihre Mannschaft das verhindern kann. Unglaublich, die Stimmung. Die Chance zum Ausgleich. Und jetzt fällt er doch noch. Er macht den Ausgleichstreffer. So, und weiter geht's. Und was für ein Spiel. Tore auf beiden Seiten. Alles wieder offen. Vom Tor abgezogen und auch weit daneben gesetzt. Können Sie mal versuchen aus der Distanz. Aber. Und dann ist Schluss. Es ist also wirklich das Unentschieden. Ja, aber es ist eines, Schmizo, der unterhaltsameren. Es ist ein absolut herrlicher Fußballabend. Es sind beste Voraussetzungen für einen richtig guten Kick. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Durch das Spiel begleiten sie wie so oft Florian mit Sommerfeld und Lewandowski. Jetzt könnte es gleich klingeln. Ah, das schön ausgetaucht, das Ding. Gar nicht so einfach.
ziehen jetzt hier wirklich gutes Offensivspiel auf. Ja, das hätte was werden können. Nicht die richtige Entscheidung getroffen. Und das sind die 11, die hier heute auswärts was mitnehmen wollen. Im Tor Marc-André Ter Stegen. Martin Ødegaard steht mit Dani Olmo auf der zentralen Position. Und im Sturm Robert Lewandowski. Jetzt vielleicht die Gelegenheit. Und das ist einfach exzellentes Torhüterspiel. Das ist eine Riesenchance. Aber er vereitelt. Smith. Der Abwehr ist voll, da holt sich den Ball. So, sehr gut angeboten, steht immer jemand frei. Ja, und dann doch noch dieser entscheidende Ballgewinn. Gut gemacht. Und Jan, es ist ja völlig klar, auf wen heute alle gucken werden. Wie ist da so dein Ausblick? Sie hat wirklich einen bemerkenswerten Lauf aktuell. 4 Tore gemacht in den letzten 3 Spielen. Sie ist sowas von selbstbewusst. Und das werden wir, ich bin mir sicher, auch heute wieder sehen. Ja, sehr gutes Stellungsspiel. Ballgewinn. Machen Sie gut. Angriff läuft. Sie sind schon im letzten Drittel. So, den muss er doch machen, Lewandowski. Oh, der geht knapp drüber. Bisschen Platz, kommt die Flanke. Oh, das ist ganz wichtig, dass sie da noch an den Ball kommen, sonst brennt's. Jetzt Werner. Ah, steht da sehr gut im Passweg, hat den Ball. Rodman. Ehrlich gesagt unnötig, dass sie hier den Ball verliert. Den hat sie ja eigentlich verstolpert. Olmo. Aber dann ist der Ball weg. Rodman. Ballverlust von den Football Pies. Und der sieht richtig gefährlich aus. Oh ja, der kommt durch zu Lewandowski. Und da ist es. Das Tor zum 1-0. Spielerisch dominiert, mehr Chancen gehabt und jetzt den Treffer gemacht. Und vorne mit dabei Robert Lewandowski. Was hat er für eine Idee? Jetzt Leo Messi. Und die Chance für Messi. Oh, Chance vertan, das hätte was werden können. So, nur Abstoß. Bukayo Saka. Ja, den hat er sehr gut abgefangen, diesen Pass. Wird Einwurf geben. Dani Olmo. Stark reingegangen. Guter Einsatz. Und die Chance für Messi. Und jetzt ist er drin. 2 Tore für Messi. Rodman. Ja, da könnte jetzt was gehen. Es ist ein spannendes Ding. Super pariert diesen Ball. Jordi Alba. Knallt sich da rein, wirft alles rein und deswegen wird es doch nicht gefährlich. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Das sieht gut aus, vielleicht die Chance. Unglaublich, das ist sein Tag, der schnürt den Doppelpack. Na, ja, der Ballverlust von Bukayo Saka. Messi. Swanson. Na, geht hier dazwischen, sonst wäre es richtig gefährlich geworden. Smith. Ah, den haben sie
Gut abgefangen. Beinahe das Tor. Declan Rice. Dani Olmo. Lewandowski. Und da holt er den Ball mit diesem Tackling. Und schon wieder ist er mal weg. Das ist ein super Ball in die Tiefe. Der geht um ein Haar rein. Saka. Und der Ballverlust. Die Messi in der Box Richtung Tor. Der geht drüber. Bukayo Saka. Rodman. Man schickt ihn in die Tiefe. Ausgeforstet. Und das war's. Wir sind durch mit Halbzeit Nummer 1. Halbzeit Nummer 2 und die Frage an die Football Pies. Geht da noch was? Habt ihr das im Kreuz? Es muss mehr gehen als in Halbzeit 1. Ja, und so musst du da reingehen. Schön körperlich robust. Steilpass, kommt gefährlich. Dani Olmo. Ja, die Chance wäre da. Drücken sie jetzt voll aufs Tempo. Messi in der Box Richtung Tor. So, und erstmal kann er da blocken. Da kann man mehr draus machen. Angriff nicht gut zu Ende gebracht. Was ist denn da los? Die schenken sich hier gegenseitig den Ball, als wäre Weihnachten. Das ist ein gefährlicher Ball. Nee, weg ist der Ball. Lewandowski. Oh, sehr gutes Pressing. Gefährlich, den Ball da zu verlieren. Morgan. Rodman. Und jetzt muss es schnell gehen. Da war noch jemand dran, gedeckt. Seitenlinie wird gewechselt. Super Aktion, der Kopfball ist schon gut, aber die Parade richtig stark. So, und jetzt kommt der Ball. Nicht gut geklärt, bleibt gefährlich. Ja, kriegen sie nicht so wirklich was auf den Kasten bei der Chance. Timo Werner und Messi an die Latte. Ja, kann man schon ein bisschen mehr draus machen aus so einer Szene. Super gespielt hinter die Kette. Und schon ist der Ball wieder weg. Robert Lewandowski. Martin Ødegaard. Vielleicht jetzt die Chance zu kontern, wenn sie schnell spielen. Ja, da geht er gut hin, aber was geht noch? Ja, gibt den Freistoß. Und das ist eine richtig gute Position. Und Endstation. Der Keeper hält den Ball sogar fest nach diesem Freistoß. Das sind einfach gute Laufwege. Immer jemand frei. Geklärt. Alles wieder ruhig. Das kann jetzt was werden. Timo Werner. Lewandowski. Lionel Messi. Ball erstmal geblockt. Und jetzt?
Martin Ødegaard. Messi in der Box Richtung Tor. Boah, und jetzt nehmen sie sie hier auseinander. 4 Tore Führung. Die einen gehen langsam runter, die anderen feiern die Schütze fest. 4:0 und weiter geht's. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Ah, sehr gut gemacht. Robert Lewandowski. Werner. Das ist ein super Ball hinter die Kette. Ja, den hat er super gespielt. Und jetzt ist er drin. Ein Erfolgserlebnis. Aber das ist noch ein weiter Weg zu einem Comeback. Und jetzt kriegen sie vielleicht die Chance. Und die nächste Superaktion. Wieder das Tor. Der Dreierpack. Schön in den freien Raum mit ganz viel Auge. Lewandowski bleibt hier hängen. Rodman. Da wäre Jota. Gute Position in der Mitte. So, und die Gefahr ist dann erstmal rum. 10 Minuten sind es hier noch bis zum Ende der regulären Spielzeit. Ja, und dann können sie klären. Und er holt sich gerade noch diesen Ball. Da haben sie jetzt die Chance. Torwart ist da. Ball entsorgt. Keine Gefahr. Und da holt er den Ball. Mit diesem Tackle. Lewandowski. Und Alba. Gemacht, lässt hier weiterlaufen. Messi in der Box Richtung Tor. Also da geht alles vor dem Tor. Nummer 3 ist perfekt. Der Dreierpack. Stark reingegangen. Guter Einsatz. Robert Lewandowski. Diogo Dalot. Lewandowski. Lewandowski zieht ab und er geht nur knapp drüber. 1 Minute zeigt der Offizielle an Nachspielzeit. So, und das war's. Die Gäste gewinnen hier also. Heute definitiv nicht das bessere Team, aber das kann Ihnen am Ende herzlich egal sein, denn Sie gewinnen sie eben. Diese Partie.